Und weiter geht's mit Genshin. Direkt vor dem Eingang der Fabrik, in Anführungszeichen, mit teuflischen Augen. Ne, der teuflischen Augen, da fehlt ein T in dem Text, im Questtext. Wollen wir weismachen, dass hier. Ja, gut. Ah. Ich frage mich ja, gut, jetzt ist es natürlich da. Wenn ich jetzt hier den letzten Patch nicht gespielt hätte und jetzt quasi jetzt anfangen würde mit dem Spiel, würde ich diesen Eingang hier jetzt schon sehen können? Ich meine, gut, Eingang ist halt wieder so eine künstliche Sphäre irgendwie, die sie erstellt haben dafür, aber okay. Egal, rein da. Pyro, Elektro, Kryo und Hydro. Fabrik der topischen Augen, Truppenstufe 90 empfohlen. Wirklich? Das Spiel setzt voraus, dass ich die Truppenstufe 90 habe für eine Quest? Okay. Topische Augen dürfen sich nicht in ganz nur ausbreiten. Du wirst nicht tatenlos zu sehen, wie sie immer mehr Leid verursachen. Elektro kann ich kicken, theoretisch. Muss ich die Elemente mitnehmen? Kann ich nicht einfach Schau mitnehmen? Die Hydro habe ich Barbara. Pyro. Kryo habe ich halt keinen vernünftigen Kryo. Okay, ich werde wahrscheinlich einen Elektro-Gegner haben. Brauche ich ihn da um? Ja, so komm. Ich nehme das Team mit. Ist ein bisschen gebalanced. Das ist ja auch nur empfohlen. Eine Empfehlung, wie ich reingehen sollte. Toller Wiedergeburt, achso. Das hier stimmt definitiv nicht. Ja. Kann man die. What the? Fallen nachher von oben irgendwelche Stacheldinger runter? Wahrscheinlich. Hi Leute. Stabilize. Let's dance. For it. Disappear. Here. Worthless. Warum soll ich Elemente mitnehmen, wenn ich. Oh. Ich hätte doch Elektro mitnehmen sollen, eventuell. Beziehungsweise nicht Elektro, sondern. Dingens. Wieder geht's weiter, offenbar. Wo kann ich hier. Hat denn das Kristallzeugs hier? Warum das Kristall. Ich will das mitnehmen. Hey. Früher hätte ich vielleicht mitnehmen sollen für den Elektrotypen. Das dauert mich bei dem auch so ein bisschen. Die Nutzen für teuflische. Okay, teuflische Augen entstehen durch die gefallenen Götter offenbar. Interessant. Also es geht nach unten. Okay. So, is this what delusions are made from? So much crystal marrow. Now where have we seen that before? Wait a second! Are they getting this from Rito? So the Kanja Commission are. Kanjo-Verwaltung. Ah, okay. Kanjo. 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 Ja, war nochmal Kanjo. Warte mal, wie ging das mal? Kanjo. 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 In Ryo waren die Bösen, glaube ich. Kanjo, sind das die von Ayaka? Hat Ayakas Clan quasi diese komischen. Stimmt, die hatten ja denen die Steuer gegeben, damit zu bezahlen. Und Kristallmark. Okay, es fließt alles irgendwie zusammen. In meinem Kopf kann ich mir das so ungefähr denken, wie es ist. Kann ich hier durchbrechen? Wenn's völlig. Solidify! Das macht schon mal nichts. Okay, klappt auch nicht. Kann ich das alles bitte mitnehmen? Ist ja voll cool. Was? Okay, wenn du das meinst, Paimon. Das ist doch ganz guter Schaden eigentlich. Kann man die irgendwie abstellen? Oh, what? Ich muss sagen, Dungeon Design haben so definitiv mit Inazuma extrem verbessert. Oh Gott. Okay. Das Dungeon sein haben sie echt extrem gut verbessert. Jetzt muss man den schon lassen. Das haben sie super hinbekommen. Muss ich jetzt. Ja. Ist halt auch mal was anderes. Jetzt, man ist jetzt halt in Häusern unterwegs und nicht in dieser komischen. Ja. Psychedelischen Ruinenlandschaft. Wenn ich nicht. Ich bin wieder ganz oben jetzt auch nicht. Achso, jetzt habe ich die ganzen Symbole eingesammelt, jetzt kann ich die Tür öffnen, oder wie? Ah. Aber der Wiki-Boss kommt jetzt hier nicht, oder?
Do not let them impede the work of the Harbingers. You'll never get out of here alive. Ja, ja. Bevor wir irgendwas ist, müssen wir die Stallung bringen. Inspektor der Fabrik, Fatua Natascha. Ist das ein Kerl oder ist ein Frau? Ich sehe ihn nicht mal. Ach, das ist die Hydro Lady. Also echt Natascha im Sinne von weiblicher Name. You actually managed to find this place. Congratulations. Oh, hi Scaramouche. den haben wir nur einmal gesehen. Und das war in der Event-Quest. Er wollte uns umbringen. Er hatte uns Mona, glaube ich, gerettet, genau, und Fische. Barely two words in. And you already look like you want me dead. Ihr stellt die teuflischen Augen her. Oh, so that's what this is about. I think you've got the wrong idea. I know how this looks, but I'm just here to follow orders. I'm obviously not the mastermind behind this. Aren't you supposed to be pretty tough? What are you waiting for? Go get them. Er ist der dritte der Fatui, also der Harbinger. Die ganzen Harbinger, die ganzen elf, die werden alle als 5-Stars rauskommen, oder? Wir werden keinen Harbinger wie Chalde einfach als 4-Star rausbringen. Dafür sind sie zu stark. Aber okay. You're getting all worked up over nothing. You've changed. You're getting weak. How can you say this is nothing? How can you call it anything more? It's the way of the world. Human life is worthless. Oh, recht hat er da recht. Sie ist schwach geworden. Sie reagiert momentan extrem schnell auf irgendwelche Kleinigkeiten. Und mit dem Satz hat er auch recht, aber they egal. Were always going to die. With or without a delusion. At least having one gives them a chance to fulfill their ambitions. Do you have any idea how useful the Vision Hunt decree is to us? It took a lot of work to make it happen. Obviously, it was in our best interests. Good news is, our hard work is finally paying off. Generating conflict creates a big market for delusions. Now we just let the promise of power draw in the weak. For just a small price, they get the feeling of controlling the world. Trading their life for supreme power. Pretty good deal, don't you think? So, the Fatui started the Vision Hunt decree? You've been behind it all along? From the outside, Inazuma looks pretty impenetrable. But on the inside, it's a land of opportunity. With a little effort, we were able to break them down from within. Eternity stretches things out over a long time. But each moment within it becomes all the more fragile. Take your friend in the Resistance, for example. There's nothing you can do now. He's a lost cause. Just like a bubble on the water. Beautiful for a moment, then total destruction. The more it takes from them, the more tightly they hold on to it. And the more incompetent they are, the more determined they are to fight it. It's such a farce. You have to see the funny side. Ich dachte, wir werden im Satz, deswegen habe ich mich jetzt bewegt und eventuell in seinen Satz reingeknackt mit dem Stuhl, aber okay. Hey. Hey, calm down. Ja, ja, komm. Was? No. That's it. Just like that. Embrace the anger. Embrace it! The wrath of the gods fills this factory, and it feeds on your anger. What's happening? Get up! What? Okay. Wie ist sie? Mikoto Yai? Ist sie so? Ich glaube, ja. Repeat after me. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Okay, Miko. Nicht Mikoto. Also, okay, sie ist halt eine Miko, okay. 3, 2, 1, 1, 2, 3, Okay, that's positive. Your brain seems relatively unscathed. This is good news.
Irgendwie mag ich diese Position, wie sie über mir steht. Aber da ist echt. Man sieht ihr Gesicht noch in ihrem Kopf. Das heißt, sie hat echt extrem wenig Vorbau. Aber egal, passt schon. Es muss jetzt sein. It's just as well, really, with the amount of effort it took me to get you back here. Honestly, it was like you were glued to the ground back there. Nico? Paimon's been wanting to ask you about something. How come you're acting so differently from when we first met you? Gute Frage. Und vor allem, was hat sie mit Scaramouche zu tun? Am I? Maybe it's because I had the other shrine maidens leave. Anyway, I've always been like this. People show you whatever side of themselves they want you to see. I know this for a fact. Every side of me is the real me. People just like to define things in all sorts of arbitrary ways. This is a human society. At the moment, anyway. And I'm just doing as I please. Paimon didn't quite follow. Study humans a while longer, my little friend. You'll see what I mean. Okay, Streamlabs ist wieder eingefroren. Falls ihr mich jetzt gerade hört, dann ist gut. Dann lese ich jetzt den Satz ganz mal vor. Wenn nicht, dann Pech gehabt. Dann drücke ich jetzt einfach weiter. Wie genau konntest du mich vor Scaramouche retten? Okay. Zwei Teile in einem Ding. Egal. Ein Satz in zwei Teilen. Cool. Right. Paimon was so focused on the traveler that Paimon didn't notice what you did to get Scaramouche off our backs. What if I told you it was a secret art from the Grand Narukami Shrine, and that I had the Balladeer down on his knees, begging for mercy in an instant? Would you believe me? Ich glaube, für mehr hast du irgendwie Dreck am Stecken hast, aber okay. Well, maybe you should be worrying less about that, and more about how exactly you're going to thank me, no? Hmm. Maybe some of your neural circuitry is less intact than I thought. Danke, Yae. Miko. Sie heißt im Vornamen Miko, oder? Nachname ist Yae, oder? Bei japanischen Namen kann man das mal wie auch immer herstellen. Also da ist. Ich würde Yae als Vornamen gelten lassen, aber auch Miko. Egal. I didn't mean you had to be so formal about it. I need your actions, not your words. The delusions. They're still on your mind, aren't they? Genau. You needn't worry. The leader of Watatsumi Island took some troops to clear the place out. She's also issued a strict ban on the use of delusions across the whole army. With their stronghold exposed, I doubt the Balladeer is stubborn enough to try and retaliate now on his colleague's behalf. It would be more trouble than it's worth. Ah, I must say, I would relish the opportunity to watch the Fatui getting a taste of their own medicine. Well, anyway, that Sungono Miya Kokomi, she really outdid herself this time. I'd love to have another chat with her again in person, but alas, belief systems can be such a hindrance sometimes. A hindrance? Should you really be saying that as the Guji of the Grand Shrine? Anyway, I'm only telling you this to stop you worrying, so that you can focus on something I need you to do for me. Ist das der Grund für meine Rettung? You've met her, right? Shogun Raiden? I'm not talking about the puppet. I mean her. You've met her, yes? In dieser Dimension? Yes. The true Raiden Shogun, who meditates endlessly in the plane of Euthymia to preserve her being. Her name is A. Are you saying that the one we met at the ceremony was just a puppet? And the real Raiden Shogun is the one that the Traveler met later? And does that mean that when the battlefield changed, so did the opponent? Ich bin verwirrt. Das da drinnen war doch Baal, aber okay. Puppe, die kalte Puppe von außen, okay, es macht Sinn, in gewisser Weise, aber egal. Ich habe auch einige subtile Unterschiede festgestellt. Hast du? Warst nicht mehr dabei. Schau und Co. haben gekämpft.
Aber warum macht sie so eine... Okay, das erste klingt irgendwie besser. Because this is the ride in Shogun's Eternity. Before pursuing the Eternity of her nation, she had to reach Eternity for herself. Since the physical body will eventually turn to dust, she replaced hers with that of a puppet. And since the spirit is susceptible to erosion, she placed her consciousness inside her sword, where she remains in a meditative state, free from all disturbances. So, that place that she carved open with her sword... The plane of Euthymia. Essentially, the world inside her mind. A place that typically only allows her existence. She shuts herself off in her inner world, leaving all the affairs of the outside world to be dealt with by a puppet, who has a singular focus on the pursuit of eternity. This is the approach A has come up with for realizing eternity. A? Baal, Raiden, Shogun. Okay, aber warum auf einmal A? Songdi sprang auch von Erosion. Songdi, das ist doch sein normaler Erdenname, aber okay. You mean Morax? It's been a while since I last saw him. A surprising decision by Liyue's Archon. What a fascinating god he is. It seems like the Raiden Shogun's approach solves the problem Zhang Li was facing, though. Perhaps. Or you could take the view that she's acting like a little child, throwing a temper tantrum and locking herself in her room, don't you think? So ein bisschen. The grand notion of eternity she once held has long since given way to the eternity of her own definition. And ultimately, her eternity is defined by fear. The fear of loss. Ja, hat man im Trailer von ihr gesehen, so ein bisschen. Ich bin noch nicht sicher, was ich tun soll. The truth is, we are on the same side. You want to save the people of Inazuma from the Vision Hunt Decree. So do I. The only difference is that I'd rather like to save this nation and save A while we're at it. The key is that the Plane of Euthymia represents A's inner world. Defeat her there, and you may well have the chance to shake the Raiden Shogun's will. So this is your plan? To abolish the Vision Hunt Decree? Not by talking her out of it, or through an armed resistance, but by, hopping inside the Raiden Shogun's inner world? You're a fast learner. In short, this is the last chance to get Inazuma back on track. Otherwise, an eternity of darkness awaits. Aber warum muss ich das machen? Gute Frage. Don't you realize how special you are? Remember, the plane of Euthymia is a space where only she is allowed to exist. The fact that you could appear there tells us one crucial thing. That you have piqued her interest. Perhaps it's because she has never seen an individual who is so unpredictable in the face of eternity. Has no one else ever been in there? None. No one has seen the devotee of eternity since she shut herself away. In fact, no one even knows what it looks like in there. Your existence is more than just an opportunity. It's the very key to all of this. To that I say, well done, child. You did not disappoint me after all. Wait, you're leaving? Where are you going? Anti-Raiden Shogun training. I've prepared a special program just for you. Come along. Okay. Auch wenn ihre Wünsche bla. Gibt einen Trainingsort. Aha, habe ich schon wieder genug Blitzsymbole? Habe ich glaube ich nicht, oder? Dürfte ich nicht. Hier ist auch eine Daily Quest, okay. Heilige. Oh doch, habe ich doch. Yay. Noch mehr Sachen, die ich nicht brauche. Aber ich nutze sie trotzdem. Will ich die Quest jetzt machen, wenn ich schon hier stehe? Was muss ich machen? Markung großer Neuner scheint etwas auf dem Herzen zu haben. Das ist eine neue Quest für mich, aber mache ich die jetzt einfach nebenbei schnell? Ich muss sie sowieso heute Morgen noch machen. Uff, wer in der Welt verbreitet dieses Gerücht? Welches Gerücht? Über die Orakelzettel am Schrein.
Du weißt, was Orakel sind, richtig? Um es einfach auszudrücken, sie sind eine Form der Astrologie, die durch Auslosung erfolgt. Du kannst einige einfache Wahrsagen aus dem Wortlaut des Titels, den du bekommst, aufdecken. Wenn du ein gutes Zeichen bekommst, toll. Aber die Leute lassen normalerweise die schlechten Zeichen am Schrein zurück, um das Unglück loszuwerden. Aber irgendwie hat sich das Gerücht verbreitet, dass wenn du die schlechten Zettel in die Spitze des Baumes wirfst, dein Pech von Gottheiten vertrieben werden wird. Aha. Hier ist der lustige Teil. Manche Leute denken sogar, dass je höher man sie wirft, desto schneller das Glück kommt und desto schneller das Pech verschwindet. Was für ein Blödsinn. Als die Gerüchte immer ungeheuerlicher wurden, haben die Leute angefangen, auch Moore auf den Baum zu werfen. Das heißt, wenn die Moore, die du geworfen hast, in den Ästen hängen bleiben, bedeutet das, dass dein Gebet angenommen wurde. Dein Wunsch wird nicht nur in Erfüllung gehen, sondern du wirst auch ein ganzes Jahr lang viel Glück haben. Das war? Natürlich nicht. Lass uns mal beiseite, ob einzelne Gebiete erhöht werden können oder nicht. Moore zu werfen ist einfach weit daneben. Außerdem sehen die Moore doch alle gleich aus, oder nicht? Erwarten sie, dass der Archon die Moore einen nach dem anderen abholt, um herauszufinden, von wem sie sind? Ich verstehe, dass sie für Segen beten wollen, aber Dinge dort hochzuwerfen wird ihnen keinen bringen. Außerdem fällt alles zusammen, sobald der Wind aufkommt. Ich habe versucht, den Baum selbst aufzuräumen, aber ich bin nicht sehr sportlich. Und trägst nicht die richtige Kleidung dafür, egal. Ich habe es nicht nur nicht geschafft, ihn zu sammeln, sondern bin auch lange Zeit stecken geblieben, konnte nicht mehr runter. Aber ich kann es nicht einfach unbeaufsichtigt lassen. Reisende, könntest du mir helfen, auf das Dach zu gehen, um ein wenig aufzuräumen? Kein Problem. Danke sehr auf dich, Reisende. Geh auf das Dach und räum es auf, bla. Das ist wie die Quest. Oh, falsches Team. Ich wollte nach oben springen. Oh, scheiße. Ich will nach oben springen. Okay. Dein Penis funktioniert auch. Es ist wie in Mondstadt die Quest, wo man Dreck einsammeln darf oder sowas. Beziehungsweise wenn man bei der Kathedrale den Staub wegwirbeln muss. Aber okay. Ist zumindest schön zentral hier. Ist eine simple Quest. So. Du bist also fertig? Ja. Das war zwar nicht die Bäume, aber okay. Danke dir vielmals. Belass mir die Orakelzettel und ich hänge sie an der richtigen Stelle auf. Ich nehme dies als Dank für deine Hilfe. Ich verstehe, dass die Menschen verzweifelt sind, um das Pech loszuwerden und das Glück zu bekommen. Aber ich denke, wenn sie ihre Probleme wirklich lösen wollen, werden ihre eigenen Aktionen effektiver sein als Orakelzettel. Wie sollen sie erwarten, dass die Götter Hilfe anbieten, wenn sie selbst nichts unternehmen? Wahre Worte, so ein bisschen. Okay. Der Weg des Vertrauens. Da. Was nach unten? Okay. Habe ich da einen Teleportpunkt? Nö, okay. Ich hätte meinen Speedwaffen in die Luft nehmen können. Wollten sie nicht mal. Habe ich das. War das ein anderes Spiel oder wollten sie nicht mal einbauen, dass quasi, wenn man im Fall ist, auch nach vorne fallen kann? Momentan fällt man ja wie ein nasser Sack nach unten. Aber ich meine, ich hatte gelesen, dass sie das mal ändern wollten irgendwann, demnächst, in irgendeinem Patch. Weil, wie ich, wenn man nach vorne drückt, auch nach vorne kommt. Das sieht nach Daily Quest aus, irgendwie. Was ist das da für ein roter Punkt? Da ist irgendwas, was ich nicht gemacht habe. So habe ich das hier nicht gesehen. Ich bin hier ein paar Mal drüber weggeflogen. Moment. Ja, cool. Super Spiel. Hat sich das Ding resettet oder woher kam das jetzt? Interessant. Haben sie auch hier auf den anderen Inseln neue Sachen aufgestellt wieder oder wie jetzt? Schaffe ich das wohl noch? Die sind da unten sogar irgendwie. Okay. Egal. Gibt's genau 8 oder wie ist das? Hier, 5, 6, 7, 8, ist genau 8 immer. Okay. Die sind aber extrem blöd angeordnet gewesen jetzt, aber. Okay. Was von abgeschlossen. Wieso ist die Kiste da hinten? What the fuck? Wer hat sich das ausgedacht? Dass die Kiste da hinten erscheint, wo man Meter weit weg ist davon.
Low-key. Why would anyone want... Oh, forget it. It's not my concern. Ich finde schön. Schau, sein Satz passt jetzt irgendwie voll dazu, was ich gerade sagte. Oh. Dieser Moment. Wow. Top Moment. Wirklich. So, Spezialtraining, was? We're gonna do it here? And what's this mechanism for? Think of it as a catalyst that can reproduce the Raiden Shogun's combat moves. I made it from my own memory, which means it should be perfectly accurate. Unless, of course, her skills have declined. It'll give you a chance to figure out her moves in advance and come up with a counter-strategy. That should be a big help, don't you think? The aim is to try to not get hit by the attacks. Since you've escaped certain death at her hand once already, I presume this shouldn't be more than you can handle. Und mit Ausweichen meint sie einfach nur so. Zack. Was ist sie denn? Meint es, vom letzten angegriffen zu werden. Achso, ich dachte, ich soll hier gegen irgendwas kämpfen. Ja, komm, der hätte ich Kasua gebraucht. Quake! Ja, das ist eine Zeitmission. Okay, das gefällt mir nicht. Scheiße. Was ist denn das? Ist mal was Neues. Interessant. Hallo. Ich war außerhalb. Crumble. What? Let's dance. I'm confused as fuck. Ach, die letzte Herausforderung. Solidify. Aha. What? Bitte was? Sind die wahnsinnig? Immer wenn das Ding sich bewegt. Okay, auf das Ding achten. Okay. Verstehe, wie das funktioniert. Wow, das hat gezielt, sich getroffen zu werden? Okay. Sind wir jetzt hier mit Axel so beim oder was? Time to go. Ich war mal mit Axel gelandet. Scheiße. Sie ist echt, oh Gott. Ich dachte, ich spiele hier Genshin und nicht Tools like. Au, ja, danke. Was ist das für eine Scheiße? Wie soll ich in dem ausweichen? Hm? What's stopping you? Not still traumatized from your last encounter, are you? Nein, ich check deine Apparatur da nicht. Wie soll ich in dem letzten Ding ausweichen? Okay, kann ich jetzt noch mal starten? Hier, komm, kill mich mal ganz kurz. Bitte, was zum Teufel?
Letzte Herausforderung, ich mach direkt das Ding. Oh Gott, ist das nervig. Ich meine, es ist sehr offensichtlich, wann man ausweichen muss. Aber das können wir trotzdem nicht. Den letzten check ich nicht. Wie soll ich nicht vom letzten... Ja, beim letzten Treffer muss ich halt ein Geo-Construct nutzen wahrscheinlich. Ja, beim letzten Treffer halt. Scheiße. Hab ich mal kurz nicht drauf geachtet. Das ist so bescheuert. Time to go. Knows me. It's fine. Hä? Let the show begin. Soll ich die kaputt machen oder was soll ich damit machen? Wie soll ich denn den. Hä? Hm? Ich will wissen, wie der letzte Angriff überlebt werden soll. Okay, machen wir das erste Mal. Nämlich ein bisschen kürzer. Rein zum Testen jetzt. Was soll ich denn da machen? Ist hier irgendwo Elektrokranum? Elektrokranum sehe ich nicht. Soll ich das Ding dann kaputt machen? Das war eventuell blöd. I'll protect us. Es kostet gerade unnötig Zeit, das Ding. Ich habe keine Zeit heute Morgen. Into the wind. Ich kann so ein Ding kaputt machen. Okay, dann, oh ja, dann gib mir fucking Big Daddy hier. Gib mir fucking the look. Hm? Ja gut, du sagst nichts Neues. Aha. Okay. Danny Look, du kriegst es hin. Oh, das war mein Stuhl, den ich gerade gekonnt und geworfen habe. Nee, mein Fußhocker. Also habe ich die erste aktiviert, okay. Wollte ich die zweite aktivieren. Die längere. Diese kleinen Flächen, die da erscheinen, immer wieder. Es sieht aus wie Gekings Skill. Let the show be. Ha! Ha! Herausforderung gescheitert? Hä? Was soll ich hier machen? Ich check das gerade nicht. Ich mach mal hier einen Cut. Oh Gott, ich hab mich erschrocken bei dem Adler. Ich mach mal einen kleinen Cut und versuch's gleich dann weiter. Ich hab noch. Wenn ich gut bin, habe ich noch eine Stunde Zeit, dann muss ich ins Bett. Stunde 10. Mal gucken, hoffentlich schaffe ich es noch. Egal, bis dann. Ciao.